Willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play OMSI 2. Wir befinden uns heute auf der Karte München. Das Addon ist heute neu erschienen und gibt es auf Steam zu kaufen für knapp 25 Euro. Und ja, wir werden uns heute anschauen die Linie 153 vom Odeonsplatz zur Hochschule. Das Ganze mit dem A21, der wird mitgeliefert in der MVG-Version. Das ist allerdings nicht der einzige, dazu werde ich gleich noch kommen. Und ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein und ich fange mit den Bussen an. Ja, wir haben wie gesagt hier diesen schönen 12-Meter-Bus. Das ist aber nicht alles, sondern der Gelenkbus kommt auch noch mit. Und was ganz Besonderes, auch was Neues in OMSI, soweit ich weiß, ist der sogenannte Buszug. Das heißt, ihr habt diesen 12-Meter-Bus und dann hinten dran noch den Hess-Anhänger. Ja, und ich wollte mir aber heute mal den anschauen, den normalen, weil ja, ich finde diesen Buszug sowieso etwas gewöhnungsbedürftig. Und auf die Linie passt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe und noch richtig im Kopf habe, sowieso eher der normale Solo. So, jetzt aber zum Bus an sich. Mir ist am Modell nichts großartig aufgefallen, außer natürlich, dass wir hier den Ticketdrucker haben und keine Kasse dafür vorne beim Fahrer. Und wenn wir gerade mal durchschalten, das hat man vielleicht gerade schon kurz gesehen, denke ich. Hier hinten ist eine kleine Lücke drin. Ich weiß nicht, die sollte man vielleicht noch stopfen. Das soll, glaube ich, nicht unbedingt so sein. An der Stelle übrigens, bevor ich es vergesse, fast hätte ich es vergessen, vielen Dank an Aerosoft für die Bereitstellung des Addons zum Zeigen. So, und ich würde sagen, wir starten einmal hier das System. Er braucht jetzt ein bisschen, der initialisiert. In der Zeit werde ich mir gerade ganz kurz das Licht anschalten. Was hier auffällt, aktuell hat das Licht noch keinen, also noch keine Auswirkungen im Innenraum. Die wäre jetzt zwar sowieso eher schwach, weil wir natürlich Tag haben, aber man würde sie sehen und bei Nacht würde euch auffallen. Da tut sich momentan noch nicht wirklich was. Das wird aber, denke ich, noch recht zügig nachgefixt. So, mittlerweile ist der hier vorne auch fertig. Dazu ist mir auch was aufgefallen. Und zwar stehen in der README eine Fahrernummer und ein PIN. Das Problem ist, das funktioniert nicht so ganz. Das sind fünfstellige Codes. Aber interessanterweise nimmt er die Anmeldung nur, wenn ich als Fahrernummer die 1 ergebe und als Codenummer die 2. Keine Ahnung, woran das liegt, man sollte es auf jeden Fall fixen, weil ich habe mir nämlich gerade so eine halbe, dreiviertel Stunde die Zähne dran ausgebissen, irgendwie dieses Ding zum Laufen zu kriegen. Ja, ansonsten können wir hier mal reingucken. Ja, hier kann man leider nicht so viel machen. Ziel brauchen wir jetzt nicht, Ibis-Sperren auch nicht. Haltestellenliste finde ich sehr schön. Das dürfte dann gleich sichtbar werden, wenn wir auch die Dingens eingegeben haben, die Linie. Das werden wir jetzt auch mal eben machen. 153.01. Ja, das war natürlich falsch, wer hätte es gedacht. Dann nehmen wir die 02. Nein, 153.02. Jawohl, und dann sehen wir auch schon, die Leute kommen ran. Na, OMSI, lad mal nach. Und sie steigen vor allem auch an allen Türen ein. Finde ich auch sehr schön, sehr angenehm. Ist ja auch nicht unrealistisch. So. Tag. Wie angenehm, keine Fahrscheine verkaufen zu müssen. Matrix schildert auch sehr schön. Und dann würde ich sagen, starten wir den Bus mal. Ja, mal von hier hinten. Das war der Startsound. Ich muss tatsächlich sagen, ich höre jetzt nicht so ganz den typischen MAN-Sound. Also vielleicht haben die Münchner da auch irgendwie was Komisches drin an Motorisierung. Ich weiß es nicht, ich saß noch nie in einem Münchner MAN. Aber irgendwie wirkt der sehr, sehr kraftlos für ein Line City. Also hört sich ein bisschen lasch an. Ich weiß nicht, vielleicht täuscht das jetzt auch. Aber ich kenne es so ein bisschen, dass der ein bisschen kraftvoller klingt einfach. So, dann würde ich sagen, schauen wir mal. Wir haben noch eine Minute Zeit ungefähr. Dann kann ich, das passt wunderbar, dann kann ich noch ein bisschen was zu den Linien sagen.
mitgeliefert werden. Die Linien 100, 150 und 153. Ja, die 100, die dürfte, denke ich, den meisten bekannt sein. Die ist auch bekannt als Museenlinie und fährt eben auf der Karte auch komplett vom Hauptbahnhof Nord bis zum Ostbahnhof. Die 150 und die 153, die sind allerdings nicht komplett dabei. Die 150 hier nur von der Tivoli-Straße bis zum Hauptbahnhof Nord. Ich weiß jetzt auch nicht, von welchem Stand der Linienweg ist, weil aktuell fährt die nicht ansatzweise zum Hauptbahnhof Nord, habe ich festgestellt. Und die 153 vom Odeonsplatz zur Hochschule, die wir eben jetzt auch hier fahren werden. Ja, in der Realität verstärken die beiden Linien wohl auch die Linie 100 zum Teil. Und deshalb finde ich es ganz nett, dass die als Zusatz dabei sind. So, ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal los. Hoppala, etwas ruckelig. Was mir direkt aufgefallen ist, die Ampel hier scheint Maggi zu sein. Also, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt nicht speziell darauf geachtet, aber aufgrund der Schlange, die sich hier seit Minuten sammelt, würde ich mal behaupten, die Ampel schaltet nie auf grün. Das sollte dringendst noch behoben werden, weil sonst staut sich das hier und das geht auf die Performance und alles und ja, das ist nicht so toll. Ansonsten muss ich sagen, ich war ja vor anderthalb Wochen erst in München. Oder? Ja, doch, ungefähr anderthalb Wochen, eine Woche anderthalb. Ich erkenne den Odeonsplatz sofort wieder. Also das ist wirklich schon mal ein großer Pluspunkt. Auch andere Stellen auf der Karte, die ich mir so schon mal angeschaut habe, muss ich wirklich sagen, erkennt man sehr gut wieder. Auch wenn die Karte sicherlich nicht fehlerfrei ist. Dazu werde ich aber gleich noch kommen. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns das alles einfach mal an und ich sag dann nach und nach noch so ein bisschen was dazu, was mir halt so auffällt. Außer dass hier jetzt gerade keiner mit möchte irgendwie. Ach so, die Hilfspfeile. Hier, bitteschön. Übrigens, diese Pfeile, die sind nicht vom Add-on. Das ist von der Mod, die ich, oder von einem Mod-Paket, von einem Texturen-Paket, das ich privat zugesendet bekommen habe. Genau wie auch der Himmel. Also das ist nicht von München. Davon nicht irritieren oder beeinflussen lassen. So, was mir hier zum Beispiel aufgefallen ist und auch schon an ein paar anderen Stellen, die Beschilderung ist teilweise noch nicht ganz komplett, beziehungsweise etwas fehlerhaft. Hier sieht man das ganz gut. Normalerweise hat man ja hier vorfahrtregelnde Verkehrszeichen, um mal ein bisschen klug zu scheißen. Das fehlt hier an der Stelle. Man sieht an der anderen Seite, da hat man es, da ist Vorfahrt achten. Hier ist es nicht. Mir ist auch an einigen anderen Stellen aufgefallen, da fehlen diese Verkehrszeichen an allen Ecken der Kreuzung. Ja, das sollte dann noch behoben werden. Es gibt, also ich weiß zwar, dass es das auch gibt, ohne Verkehrszeichen, dann wäre aber rechts vor links und an der einen oder anderen Kreuzung hier, wo die eben auch fehlen, da kann ich mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, dass da tatsächlich rechts vor links ist. Genau wie auch teilweise zum Beispiel die Straßenschilder fehlen. Das würde man dann auf der Linie 100 besser sehen. Vielleicht sehen wir auf der Linie auch noch ein Beispiel. Mal schauen. So, muss ich jetzt eigentlich hier halten oder? Ja, anscheinend schon. Aber irgendwie besteht großes Desinteresse an meinem Bus. Naja, machst du nix. So, die 100 würde hier links abzweigen. Und ich muss auch tatsächlich sagen, ich habe gerade ein bisschen Oldschool-Feeling, weil ich habe auch die CBS2 München gespielt und das erinnert doch sehr stark daran. Logischerweise ist ja auch unter anderem die Stelle hier. Das freut mich gerade ein bisschen. Auch ansonsten, ich glaube, lass mich nicht lügen, es wurden fast nur reale Objekte verwendet. Also ich habe noch kein irgendwie recyceltes Haus gesehen. Das finde ich auch sehr schön. Ach, ich habe eine Linksabbiegeampel. Hoppala. So, was mir jetzt gerade auffällt, hier lehnen Fahrräder. Dazu, dass der Abstand nicht passt, sieht man von hier nicht. Das ist dementsprechend ziemlich wurscht. Dazu, ist mir doch auch noch was aufgefallen. Da könnte man am Hauptbahnhof, wenn es nicht zu viel Performance frisst, auch noch ein paar hinstellen. Also, das ist natürlich eine Kleinigkeit und fällt mir jetzt wahrscheinlich verstärkt deswegen auf, weil ich halt letzte Woche erst da war, aber normalerweise am Hauptbahnhof lehnen eigentlich überall Fahrräder, wo nur Fahrräder lehnen könnten. Aber da fehlen die ein bisschen. Das wäre ganz schön, wenn man da noch ein paar hinstellen würde. So, hier haben wir jetzt offensichtlich
Eine Kollision. Gut, dann schalten wir die aus. Auch das ist eine Sache, die möchte man noch beheben. Habe ich schon mitbekommen. Ja, ist natürlich aktuell noch ein bisschen unschön für die Release-Version. Aber ich denke mal, da kommt auch noch was. Der Entwickler ist da auch sehr hinterher. Ihr habt sogar, wenn ihr euch das Add-on holt, im Add-ons-Ordner und dann bei Munich City eine Datei, die irgendwie mit Feedback oder so irgendwas heißt. Da könnt ihr ausfüllen und diese Feedback-Datei per Mail verschicken. Ich weiß die E-Mail-Adresse leider nicht ganz. Das heißt, der Entwickler ist da auch wirklich sehr hinterher, die Fehler zu finden und zu beheben. Das muss ich sagen, finde ich sehr positiv. Man könnte zwar auch sagen, warum sollen jetzt die Leute quasi Beta testen, aber ganz ehrlich, das ist einfach nicht jeder Fehler fällt jedem direkt auf und selbst wenn da mehrere Beta-Tester dran sind, nicht alles muss einem unbedingt auffallen. Das mit der Kollision ist natürlich eigentlich recht offensichtlich, aber ja, das war wohl jetzt zeitlich anscheinend ziemlich knapp, habe ich mitbekommen. Also auch der Gelenkbus kam jetzt wohl erst sehr spontan vor Release. Und ja, dementsprechend kann man da, finde ich, schon so ein bisschen unterstützen. So, ich bin gerade echt am Rätseln, ob ich hier noch richtig bin. Ah ja. Ah, okay. Alles klar. Ich glaube, ich habe das Problem gefunden. Die fangen erst an loszulaufen, wenn ich an der Haltestelle stehe. Das ist auch interessant. Auch das sollte man noch beheben. Na, schließt die wohl? Ah ja. Kein Türbahnton, finde ich interessant. Ist das in der Realität auch so? Der Bus ist auch sehr leise. Also ich habe schon extra ein bisschen la lauter gestellt als sonst, aber irgendwie hört man immer noch nicht so viel davon. Die Schellingstraße. So, wieder anhalten, warten, bis sie rankommen. Ansonsten, Türsounds gefallen mir zum Beispiel so mal, schon mal sehr gut. Den vom Blinkerhebel könnte man anders machen. Den finde ich nicht so dolle. Das ist, glaube ich, der aus der M1-Stadtbus-Familie, wenn mich das nicht täuscht. Den finde ich irgendwie nicht sehr passend. Na, komm, fahrt. Und lasst mich gefälligst durch. Okay, blinken scheinen sie auch noch nicht so wirklich zu wollen. Wo wir ja gerade die Tramstrecke haben, kann ich ja auch nochmal erwähnen, dass die Tram in der KI auch bald dazukommen soll. Also aktuell ist es auf den Schienen noch ziemlich leer, aber das soll wohl noch kommen. Da hat man auch schon ein ganz schickes Modell, wie ich finde. Ja, das sind aber Haltestellen hier, also Haltestellenabstände, das ist ja der Hammer. Na, komm. Ah, was ich auch mal noch ausprobieren kann. Wir haben jetzt 15 Grad im Bus. Ich habe einen Unfall. Wo? Habe ich nicht gesehen. Ah ja, doch, man hört ja Heizung. Alles klar. Das werde ich jetzt mal laufen lassen und mal gucken, wie die so funktioniert. Ob die eine vernünftige Automatik hat oder wie die so ihre Arbeit macht. Ist ja auch nicht immer ganz unwichtig. Weil das ist dann manchmal ein bisschen nervig. Gerade für mich als BBS-Spieler auch. Für die Wertung und so. Wenn man da die ganze Zeit alle 3 Minuten an der Heizung rumdrehen muss. Das ist ein bisschen doof. Ist natürlich auch eine Kleinigkeit. Interessiert jetzt nicht so wirklich, wenn man um sie einfach mal so spielt. Aber ist natürlich schöner, wenn's einfach läuft. Oh, da ist ein Auto despawned. Aber auch nur der Geradeausfahrer anscheinend. Der Rechtsabbieger, der konnte fahren. Mal gucken. Die spawnen. Ja, die spawnen alle. Mal ist das.
Haben die keine Blinker? Oder. Ah, warte mal. Doch, da war doch ein Blinker an, oder nicht? Dann sind die aber. Wobei mir ist sowieso schon aufgefallen, das muss jetzt nicht unbedingt was mit dem Add-on zu tun haben, dass bei mir die Beleuchtung der KI-Fahrzeuge irgendwie nicht so dolle ist seit neuestem. Dementsprechend weiß ich jetzt nicht, ob die vielleicht sogar geblinkt haben und man hat es einfach nicht gesehen. Aber naja. So, plus zwei schon. Dann geben wir mal ein bisschen Stoff. Ja, also wie gesagt, ich finde, der klingt ein bisschen kraftvoll. Weiß nicht. Das hört sich so an, als wäre da irgendwie nichts hinter. So, möchte gar keiner raus. Müssen wir uns auch mal angucken. Ah, warte mal. Ach, guck mal, das ist ja schön. Abfahrt in einer Minute. Das ist aber Quatsch. Wir hätten doch eigentlich schon gehabt, oder nicht? Oder ist hier Plus auch wieder Minus? Nee. Und wenn ich jetzt losfahre, dann zeigt er das an. Ach so, okay. Ah, warte mal. Ich muss selber weiterschalten, okay. Wo sind wir denn? Augustenstraße. Ja, ich weiß, die ist gerade rot geworden. Das macht nichts. Jawohl. Originalansagen sind auch dabei. Ah, der scheint mich wohl überhaupt nicht zu sehen. Und ich muss sagen, so vom Verkehrsaufkommen her, hier finde ich es jetzt ganz ordentlich, ne? Ist halt so typisch München, ein bisschen viel los. Aber teilweise auf den großen Hauptstraßen könnte ruhig ein bisschen mehr los sein. Also, ja, ich weiß nicht, auch so fußgängermäßig. Das ist teilweise wirkt es ein bisschen leer. Wobei Fußgänger jetzt, finde ich, eher weniger auffallen, sondern vielmehr halt noch die KI-Autos. So, jetzt muss ich doch nochmal gucken. Gut, vielleicht fährt der jetzt auch geradeaus. Das kann natürlich sein, ne? Dann ist natürlich für den Arsch, dass ich hier jetzt schaue. Aber irgendwie. Ansonsten Beleuchtung vom Bus ist super. Die funktioniert schon mal. Wenn wir jetzt hier mal das Abblendlicht anschalten. Das passt soweit. Fernlicht, Blinker vorne. Jawohl. Das ist ordentlich und leuchtet auch gut aus, wie man gerade gesehen hat. Wobei. Ne, alles gut. Hoppala. Ich fahre ein bisschen Käse zusammen heute, aber das liegt natürlich daran, dass ich mich vor allem darauf konzentriere, hier irgendwie auch ein bisschen was zum Addon zu sagen und ein paar Fehlerchen vielleicht auch schon zu finden. Wir werden uns mit Sicherheit auch noch die anderen Linien anschauen. Vielleicht auch mal im Stream, da möchte ich eigentlich dieses Wochenende auch mal wieder was machen. Und ja, dann mal sehen. Auch die anderen Busvarianten wird es natürlich mal zu sehen geben. Hier ist auch wieder so ein Beispiel, ne? Das ist jetzt natürlich. Mir fällt es jetzt wahrscheinlich besonders auf, weil ich momentan in der Fahrschule bin. Das tut mir auch leid, wenn ich da etwas zu kleinlich bin, vielleicht deshalb. Aber da fehlt halt einfach streng genommen das Schild für Vorfahrt gewähren. Ja, das sind halt solche Kleinigkeiten. Die fallen aber halt mir jetzt gerade zum Beispiel auf. Wobei die jetzt wahrscheinlich dem normalen Spieler, sage ich jetzt mal, nicht mal auffallen würden. Ist auch kein großes Drama, wollte ich nur mal erwähnt haben. So. Steigen die eigentlich auch vorne aus? Nee? Okay. Hätte ja sein können. So, mal Gas geben hier. Also wie gesagt, dafür, dass ich gerade voll durchgetreten habe. Naja. Ah, puh. Kann das sein, dass die teilweise noch nicht so wirklich Vorfahrtsregeln kennen? Ist das vielleicht irgendwie
Wirklich? Es kommt mir ein bisschen so vor. Oh, es war gut voll. Ah, gut, dass ich die Kollision aus. Gefühlt, ich fahre zwar ungern eigentlich durch die durch, aber das werde ich jetzt mal austesten. Also die Bremse könnte ein bisschen besser sein. Das war jetzt gerade Vollbremsung und auch vom ABS kriege ich irgendwie nichts mit. Und auch sonst finde ich, die Bremse reagiert ein bisschen schwach. Also ich muss schon gut durchtreten, um mal ein bisschen stärker zu bremsen, auch wenn der mir jetzt hier vor die Karre fährt. Ja, gefühlt ist die Bremse noch ein bisschen, die könnte was stärker sein. Und, ach, jetzt guck mal, jetzt sehe ich es gerade. Die stehen hier schon halb außerhalb. Es wäre auch ganz schön, wenn man das noch behebt. Oh, wir sind schon da. Hoppala, was ist denn da passiert? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so schnell geht. Aber ich werde noch die Wendefahrt machen. Beziehungsweise mal gucken, wo die Wendeschleife ist. Und vor allem mal auch ein Bild. Wenn die mir jetzt nicht hier so quer durch die, quer über den Weg hier laufen würden. Dann gucken wir doch noch, wo die Wendefahrt hier so stattfindet. So viel Zeit muss sein. Ja, ich kann da in der Zeit eigentlich auch schon mal anfangen mit ein bisschen Feedback. Also, ich muss tatsächlich sagen, teilweise fehlt es halt noch ein bisschen an Details. Auch die Fehler, die jetzt so während der Fahrt aufgefallen sind, sind jetzt nicht so wirklich toll. Allerdings wird ja auch noch dran gearbeitet. Das ist jetzt so eine Frage, wie ihr das seht. Also ich würde jetzt weder den Kauf empfehlen, noch würde ich sagen, kauft es euch auf keinen Fall. Das kommt ganz auf euch an. Ich sehe übrigens gerade, sie blinken doch. Das ist ganz nett. Das kommt total auf euch an. Also wenn ihr sagt, ich kann damit leben und ich würde dem Entwickler auch gern Feedback geben, damit das einfach besser wird, dann ja, kauft es euch gerne. Oder alternativ kann man ja auch noch warten, was so draus wird. Ich muss sagen, ich finde es ganz interessant. Ich werde auch sicherlich noch ein paar Runden fahren. Ja, also von daher ist an sich ein sehr interessantes Add-on und kann man sich, finde ich, durchaus geben. Na, war doch. Scheiß doch mal auf die Rechtsabbieger, Mensch. So, wie lang ist denn hier, wo muss ich denn hier hin zur Wendefahrt? Ach Gott, Leute, bitte. Dann machen wir es so. Das ist aber eine ziemlich lange Wendefahrt. Wo fahre ich denn hier hin? Wahrscheinlich einmal um den Block oder so. 153 Wenden. Ja, wie jetzt? Auf der Kreuzung oder ist das nur der Pfeil für fahr da hin, um zu wenden? Ah, okay.
Alles klar, so funktioniert das. Da werde ich mich da gleich in eine Parklücke stellen. Weil jetzt komplett wieder zur Hochschule zurück, das müssen wir dann doch nicht machen. So, ja, hier ist wieder schwierig mit dem. Oh, ah, wobei, da vorne wird gerade grün. Da ist natürlich, müssen wir mal gucken, wegen dem KI-Verkehr. Das ist ja nicht ganz unwichtig. Wenn da jetzt dauerhaft die Kreuzung zu wäre, wäre es natürlich doof. Aber es scheint sich auch wieder aufzulösen. Okay, nee, dann ist in Ordnung. Ach, guck mal, haben wir hier. Ah ja, sehr schön. Das ist ja noch besser. Perfekt, dann brauche ich mich da gar nicht in so eine olle Parklücke quetschen, dann beenden wir das Ganze einfach hier. Ja, wie gesagt, also ob ihr es kauft oder nicht, das müsst ihr entscheiden, ob ihr es vielleicht auch später kauft. Ich werde mit Sicherheit auch nochmal so ein paar Updates dazu bringen, wie es denn so vorangeht. Ja, ich kann momentan sagen, ich finde das Addon sehr interessant. Und oh, Hilfe. Ja, damit war es das auch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und dann würde ich sagen, war es das und bis zum nächsten Mal. Tschüss.